Ja, ein ganz entscheidender Faktor bei Netzwerken und auch gerade bei der Kopplung von Netzwerken ist natürlich die Frage der Sicherheit. Und da wollen wir an dieser Stelle zumindest mal einen kleinen Einblick geben. Ganz in die Tiefe können wir dabei nicht gehen, aber da gibt es später noch genügend Module, in denen Sie das in der HSW dann vertiefen können. Wenn wir also über Netzwerksicherheit sprechen, dann gibt es da ganz unterschiedliche Maßnahmen, die wir ergreifen können. Ein paar haben wir mal auf dieser Folie zusammengestellt. Die erhebt natürlich nicht den Anspruch der Vollständigkeit, aber wir sprechen da über sowas wie Paketfilter, wie Stateful Inspection, wie VPN, Antivirenmaßnahmen, Anti-Spam-Maßnahmen. Aber, da steht ganz unten auf dieser Folie, eben auch sowas wie bauliche Maßnahmen. Denn letzten Endes hat sich inzwischen gezeigt, dass die größten Gefahren in einem Netzwerk eigentlich selten von außen kommen, sondern eher im Inneren lauern, sprich von den eigenen Nutzern kommen. Ja, und grundsätzlich haben wir eben die Unterscheidung auf der einen Seite, dass wir bei der Datenübertragung das Problem haben, dass da das eine oder andere nicht so laufen kann. Und auf der anderen Seite natürlich beim Zugriff in Netzwerke. Und zum Thema Zugriffnetzwerke hören wir immer wieder diesen Begriff der Brandmauer oder Firewall. Und diese Firewall, die soll tatsächlich aus dem Datenstrom erkennen, ist das ein vertrauenswürdiges Paket, ist das ein Paket, was unverfälscht ist und so weiter. Und soll dann eben entsprechend analysiert werden. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist im Endeffekt, sagen wir mal, überhaupt erstmal ein Paket nur zu akzeptieren, wenn es von jemandem kommt, der vertrauenswürdig ist. So, also wir können da beispielsweise eine Access Control List anlegen und können sagen, so bestimmte Benutzer, bestimmte Pakete dürfen diese Firewall passieren. Im anderen Fall bleiben eben alle anderen draußen. Genau, und das kann man natürlich dann auch wieder ein Stückchen weiter treiben. Eine sogenannte Stateful Inspection würde dann eben nicht mehr jedes einzelne Datenpaket analysieren, sondern würde sich einen ganzen Datenstrom vornehmen, würde eben erkennen, okay, diese Daten gehören zu einer Kommunikation, die erlaubt ist, also lasse ich diese Daten durch. Eine DMZ, eine demilitarisierte Zone, könnte man bilden, indem man halt ein Netzwerksegment schafft, welches auf allen Ein- und Ausgängen durch entsprechende Firewalls abgesichert ist. Und es gibt auch letzten Endes noch sowas wie Intrusion Detection oder Protection Systeme, wo man also Einbrüche in ein Netzwerk automatisiert erkennt und auch bekämpft. Das ist nicht immer ganz so einfach leider, denn wir haben schon gesehen, bei dem Paketfilter haben wir eine Unterscheidung der zulässigen oder nicht zulässigen Pakete auf Basis von IP-Adresse und Port. Wenn ich aber meine Firewall nun so konfiguriere, dass bestimmte Ports durchgelassen werden, wie das im rechten Beispiel hier der Fall ist, also sehen wir, werden Daten durchgelassen wie Google-Aufrufe, wie Facebook, wie Twitter, wie Yahoo, was auch immer, dann bedeutet das, dass alle diese Daten an dieser Stelle über Port 80 in mein Netzwerk gelangen. Ja, das heißt, dann muss wirklich der Datenstrom als solches analysiert werden. Es müssen bestimmte Bitmuster erkannt werden und dann müssen eben gegebenenfalls bekannte destruktive Muster entsprechend geblockt werden. Genau, also ein Beispiel dafür wäre, ich möchte zwar grundsätzlichen Zugriff aufs Internet in meinem Netzwerk auf Webseiten über Port 80 gewähren, da aber auch zum Beispiel Skype-Gespräche über Port 80 getunnelt werden können, muss ich eben dort den Datenstrom tatsächlich analysieren, wenn ich das eben nicht in meinem Netzwerk haben möchte. Ein weiterer Faktor bei der Netzwerksicherheit, vor allem dann, wenn ich zwei Netzwerke miteinander koppeln möchte, sind sogenannte Virtual Private Networks. Wenn ich also, wie in diesem Beispiel, ein LAN A mit einem LAN B, die durchaus weite geografische Entfernungen überbrücken können, trotzdem sicher miteinander verbinden möchte, man kann sich das vorstellen, ein Unternehmen, was eine Tochtergesellschaft oder eine Außenstelle hat, dann mache ich das in der Regel über das Internet, also über öffentliche Leitungen, aber auch dort müssen meine Daten natürlich geschützt sein. Genau, und da geht es wieder um dieses Thema der sicheren Datenübertragung. Und in dem Moment kommt natürlich das Thema der Verschlüsselung zum Tragen. Das heißt, ein VPN-Tunnel ist nichts anderes als ein Mechanismus, den ich mir schaffe auf zum Beispiel öffentlichen Übertragungswegen. Wir sehen das hier von LAN A zu LAN B und gehen über das unsichere Internet. Und während wir darüber gehen, gehen wir über ein sogenanntes VPN-Gateway. Und dieses VPN-Gateway sorgt dafür, dass meine Daten eben verschlüsselt werden. Und soweit der Verschlüsselungsmechanismus sicher ist, soweit bekomme ich auch sicher meine Daten von A nach B. Genau, und dieser VPN-Tunnel, den wir hier sehen, der ist natürlich nicht wirklich existent, sondern der wird eben durch eine bestimmte Verschlüsselung virtuell quasi erzeugt. Jetzt haben wir aber schon gehört, die meisten Gefahren lauern eigentlich immer im Inneren. Soll heißen, eigentlich sind meine Benutzer innerhalb meines Netzwerks
durchaus eine Gefahr. Und eine Maßnahme, die man dagegen ergreifen kann, sind natürlich bauliche Maßnahmen. Das heißt, ich muss natürlich erstmal dafür sorgen, dass vielleicht nicht unbedingt jeder an jeden Schaltschrank gelangen kann oder in jeden Serverraum gelangen kann. Da gibt es also verschiedene Schließlösungen, Schlüsselvergabe spielt da eine wichtige Rolle. Was sind eigentlich schützenswerte Gebäudeteile? Wo darf ich rauchen? Was habe ich für Brandschutzmaßnahmen? Was wird gelöscht? Wie wird etwas gelöscht? Wasser ist in der Regel im Zusammenhang mit elektronischen Geräten immer eine schlechte Lösung. Auch da gibt es also entsprechende Maßnahmen, wie man seine Geräte auch mit Brandschutzlöschanlagen schützen kann. Wir haben aber auch schon darüber gesprochen, dass wir natürlich, oder dass besonders ein drahtloses Netzwerk, also ein WLAN, besondere Anforderungen an die Netzwerksicherheit stellt, denn dort greifen eben keine baulichen Maßnahmen. Das heißt, die Daten sind irgendwie um mich rum in der Luft und mehr oder weniger jeder könnte diese Daten eigentlich abgreifen. Das heißt, ich muss zum einen dafür sorgen, dass die Daten eben nicht von jemand anderem gelesen werden können, dass der über einen bekannten Netzwerkschlüssel eben nicht in mein Netzwerk gelangen kann. Aber auch der umgekehrte Weg ist wichtig, dass ich mich nämlich nicht aus Versehen mit einem vielleicht mir unbekannten und auch nicht vertrauenswürdigen Netzwerk verbinde, aufgrund von Einstellungen, die ich auf meinem Endgerät vorgenommen habe. Und die Authentifizierung auf solche Netzwerke kann eben auf verschiedene Arten geschehen. Zum einen habe ich natürlich die Kombination aus einem Passwort oder einem Schlüssel. Und auf der anderen Seite, das wäre dann nochmal eine erhöhtere Sicherheit, eben mit einem Zertifikat. Ja, und wir haben schon darüber gesprochen im Abschnitt der Funknetze, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, solche Sicherheitsbeschränkungen dort einzubauen. Und zurzeit State of the Art ist der WPA2-Schlüssel, der zwar gewisse Lücken aufweist, die aber natürlich nur mit großem Aufwand an der Stelle auch geknackt werden können. Wichtig ist natürlich, dass Sie schon auch ein entsprechendes Passwort-Handling haben. Das heißt also zunächst einmal ein Passwort, was eben nicht einfach zu erraten ist. Und zum anderen muss dieses Passwort natürlich auch entsprechend geschützt werden. Das heißt also, im Endeffekt müssen Sie einen entsprechend sicheren Netzwerkschlüssel dadurch erzeugen, dass Sie auch ein entsprechend aufwendiges Passwort an der Stelle verwenden. Ja, und zum Abschluss noch einmal ein Blick auf einen aktuellen Trend. Immer mehr Geräte werden mobil. Jeder hat heutzutage fast ein Smartphone, vielleicht auch noch ein Tablet. Das bedeutet letzten Endes aber auch, dass immer mehr Mitarbeiter oder auch Sie als Studenten hier an der Hochschule Ihre eigenen Geräte mit in ein Netzwerk bringen, was eigentlich nicht so richtig Ihnen gehört. Sie wollen aber natürlich dieses Netzwerk nutzen, das wollen in der Hochschule wir natürlich auch, dass Sie es nutzen, aber dieses Bring Your Own Device, das benötigt natürlich neue Strategien für die Netzwerksicherheit. Man hat als Administrator in dem Fall keinen Einfluss darauf, was für ein Virenschutz auf den mitgebrachten Geräten betrieben wird. Man hat keinen Einfluss darauf, ob da eventuell Malware mit ins Netzwerk eingeschleust wird. Und genau das sind natürlich Dinge, die man berücksichtigen muss. Wie reagiert man daraus? Wie schützt man sich dagegen? Und dieses Thema und noch vieles weitere erfahren Sie dann auch, wenn Sie das denn mögen, in dem Wahlpflichtmodul Netzwerksicherheit, was wir Ihnen natürlich auch wärmstens ans Herz legen.